Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt: Allah, Allah sind die schönsten Namen. Allah sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an und liest diejenigen, die mit denen oder mit denen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt. Und Muhammad, sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, seinen Gefährten, seinen Angehörigen und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um die schönsten Namen von Allah. Allah hat schönste Namen. Diese schönsten Namen sind im Koran vorkommen, die von uns als Synonyme für Allah verwendet werden. Bei seinem, jeder seinem Namen steht im Islam eine Eigenschaft des monotheistischen Gottes. Bei den islamischen Lehren und von den schönsten Namen ist im Koran eine Aussage, der lautet: Er ist Allah, außerdem ist keinen Gott, außerdem ist keinen Gott, der Kenner des Verborgenen und Offenbaren. Er ist der Allerbarme und Barmherzige. Er ist Allah. Er ist Allah, der König, der Heilige, der Friede, der Gewähre der Sicherheit, der Gewähre der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei er und erhaben ist er. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie beigesellen. Er ist Allah. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Ihn preist alles, was es den Himmel und was es auf der Erde. Er ist allmächtig und allweise. Er ist Allah. Wer beten einen großen Gott, einen starken Gott, deswegen müssen wir wissen, an wen wir glauben, wem wir gehören. Deswegen müssen wir seinen Namen kennen und auch ihre Bedeutung kennen. Im Koran sind so viele Beispiele dafür. Weiß, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Auch wisst, dass er Allah, der Allmächtige und Allweise ist. Auch Allah ist es, der Unterhalt
beschert, der die Festigkeit und Kraft besitzt. Allah ist voller Vergebung. Allah ist liebesvoll. Allah kann alles sehen, kann alles sehen, kann alles hören, kann alles machen. Er ist Allah, der erhabene Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde einmal von einer Gruppe von den Polytheisten gefragt nach den Eigenschaften von Allah gefragt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitierte eine Sure, die Al-Ikhlas heißt. Er sagte: Sprich, sprich, er ist Allah ein Einziger. Allah ist der Überliegende. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich. Er ist Allah, unser Herr, unser Schöpfer, unser Erschaffer. Allah. Es gibt auch viele Namen, die im Koran stehen. Und sie haben auch Eigenschaften. Der vernünftige Muslim soll diese Namen nicht nur auswendig lernen. Es ist gut, dass der Muslim die Namen von Allah auswendig lernt. Aber am besten, wenn er diese Namen auch gut versteht und sein Leben voll mit der Bedeutung oder mit den Bedeutungen der göttlichen Namen oder Eigenschaften auch gestaltet. Das ist der vernünftige Muslim. Er soll sein Herzen nicht zum Gefangenen von bösen Taten oder bösen, schlechten Eigenschaften machen, wie zum Beispiel Hass, Neid, Unterdrückungen, Feindschaft, alle diese bösen Eigenschaften sind aus. Wenn er die unendliche Gnade von Allah erhofft. Die Namen von Allah hat viele Tugenden. Zum Beispiel, erstens, die Namen von Allah, die schönsten Namen von Allah, sind ein Grund zur Allahs Liebe. Wie? Es steht ein Gespräch, das zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und einige von seinen Gefährten geführt wird. Sie fragten ihn: O Propheten Muhammad, wir haben einen Freund, der immer bei jeglichem Gebet die Sura Al-Ikhlas zitiert. Der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte sie und sagte: Habt ihr ihn gefragt, warum er so macht?
Sie entgegneten und sagten, ja, wir haben ihn gefragt. Und er sagte, und er antwortete, dieser Sucher spricht über den Barmherzigen. Dieser Sucher spricht über den Barmherzigen. Und ich mag das Sprechen über den Barmherzigen. Deswegen zitiere ich diese Sura. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das hörte, sagte er, erzählt ihm, dass Allah ihn mag oder liebt, wer er Allah, dem Barmherzigen, auch liebt. Auch zweitens, Allahs schönsten Namen sind ein Grund zum Betreten des Paradies der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah hat 99. schönste Name. Wer sie aufzählt, geht ins Paradies. Drittens, Allahs schönste Namen sind ein Grund zur Gottesfürchtigkeit. Allah, der Erhabene, sagte im Koran, Allah fürchten unter seinen Dienern, die Gelehrten. Auch viertens, Allahs schönste Namen sind ein Grund zur innere Ruhigkeit. Und das ist sehr wichtig. Alle Menschen in dieser Welt brauchen diese Ruhigkeit. Alle fragen, woher bekommt man die Ruhigkeit? Woher bekommt man den Frieden, den inneren Frieden? Woher bekommt man die innere Ruhigkeit? Allah, der Erhabene, gib uns die Antwort. Er sagte, mit dem Bedenken Allahs kommt die Beruhigung vom Herzen. Mit Allahs Bedenken kommt die Beruhigung vom Herzen. Die Tugenden vom Bedenken oder Nennen Allahs schönsten Namen sind so viel. Deswegen soll der Muslim sich immer die Bedeutung dieser Namen nehmen. Zum Beispiel, Allah heißt Halim, Karim. Die Bedeutung dieser Namen sind großartig. Der Muslim soll auch immer sanftmütig auch sein. Allah liebt die Gnade, die Güte und die Einfachheit. Der Muslim soll immer auch einfach sein, gut mit den Menschen behandeln. Der Muslim soll auch großzügig sein. Allah ist Al-Sabur. Al-Sabur
Der Muslim soll wissen, was dieses Wort auch bedeutet, As-Sabur. Allah ist mehr geduldig. Er hat die Macht, seine Strafe oder die Menschen immer bestrafen, aber er ist geduldig. Er gibt den Menschen Chance, wieder zu ihm zu kehren und um Vergebung bitten. Er ist Allah. Deswegen soll der Muslim alle bösen Eigenschaften außer dem Hand lassen und an die guten Eigenschaften auch festhalten und die Bedeutungen der Namen von Allah gut verinnerlichen und verstehen. Alles Lob gehört Allah, dem einen. Ich bezeuge, dass sein Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Gesandter ist, Allahs Segen und der Frieden auf ihm. Die Tugenden der schönsten Namen Allah sind so viel. Und eine auch davon ist das Bewahren, Schützen vor dem schlechten Denken oder vor dem Heimsuchungen. Der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wer im Namen Allahs mit seinem Namen wird man nichts geschadet oder wird nichts geschadet dreimal am Tag und am Abend gesprochen, wird er nichts geschaden. Auch es gibt eine andere Überlieferung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er sagte: O Allah, ich bin dein Diener und der Sohn deines Dieners und der Sohn deiner Dienerin. Du bist ein Herr über mich. Deine Entscheidungen über mich werden immer ausgeführt. Deine Bestimmungen über mich werden immer gerecht. Ich bitte dich mit all deinen schönsten Namen, die du dich benannt oder die du in deinem Buch herabgesandt oder die du einem deiner Geschöpfe gelehrt oder die du in einem verborgenen Wissen bei dir aufbewahrt hast, dass du den Koran ein Licht meiner Brust und zum Frühling meines Herzens und zur Beseitigung meiner Trauer und zum Schwinden meines Kummers.
So beten wir Allah mit all seinen schönsten Namen. Er ist unser Gott, unser Herr. Wer haben wir außer ihm? Deswegen müssten wir seinen Namen immer gut verstehen und die Bedeutungen seiner Namen genießen. Ich beende meine Predigt mit einem Gebet. O Allah, O Allah, O Allah, wir beten dich mit all deinen schönsten Namen und all deinen erhabensten Eigenschaften, dass du unsere Taten auf Richtigkeit in deinem Angesicht gewährt, sie für uns zu einem Nutzen in unserem Leben und nach unserem Tod. O Allah, nimm uns und nimm unsere guten Taten. Amen.